Ja, hallo und willkommen. Hier ist wieder der DevMile, Design for Me and You. Neues Mikrofon am Start und heute will ich euch zeigen, wie man so eine eigene Textur macht, hinzufügt, wie auch immer. Und also es geht mit jeder Textur, die ihr dann halt hübsch findet, wollt, was auch immer. Und ja, machen wir hier gerade eine neue Datei. Stellen wir mal kurz einen Mograph-Text. Und geben wir hier Tutorial. Voll falsch geschrieben. So. Gehen wir mal ein. Nehmen wir noch eine andere Farbe. Machen wir mal hier. Oh yeah. Farbe. Was sage ich? Font, also Schriftart. Gehen wir mal in die Mitte. Und geben wir mal noch 80 ein. Also meine Standardgröße. Gehen auf Deckfläche. Machen wir noch eine Rundung rein. Auf 2 cm. So, gut. Dann haben wir das auch schon. Und machen wir noch kurz die Rendereinstellungen. Geben wir hier 1280 ein. Und 700. Speichern machen wir mal. Speichern. Nef mal Bild 1. Speichern. So. In der Chitbge. Was ist hier? So. Ebene. Und dann können wir das auch schließen. Und ja, jetzt sieht das öde aus. Deswegen machen wir mal Skype, geh weg. Jetzt machen wir mal ein neues Material. Entweder unter Datei, neues Material oder Doppelklick. Und ja, dann geht es auch schon. Wir nehmen hier mal, bei der Farbe können wir auf Textur. Hier. Und dann habe ich hier mal solche schon runtergeladen, solche Metalltexturen. Aber wir gehen mal Google Bilder und schreiben hier mal Grastextur. Oh. Niemand gesehen? Nehmen wir zum Beispiel mal, obwohl Gras jetzt eigentlich blöd ist. Aber nehmen wir das Bild zum Beispiel. Speichern unter. Desktop, dort wo ihr die Texturen halt dann nachher herholt. Und speichere ich das mal. Und falsch. So. Dann drücken wir hier rauf. Also dann öffnet den Dateipfad. Hier, Grastextur. Nein. Sonst erstellt es euch nämlich eine Kopie. Und wenn wir das jetzt rendern. Ja, sieht scheiße aus. Okay. Nein, ihr geht danach hier oben links auf die Textur und klickt hier bei Projektion auf Quadermapping. Dann ist es überall. Boah. Und schon habt ihr eure eigene Textur auf eurem Text. Ja, das ist jetzt eben ein schlechtes Beispiel. Deswegen machen wir mal noch ein neues Material und nehmen das wieder und nehmen mal so eine Metalltextur. Nein. Die mal hier rauf. Zack. Quader Mapping. Und rendern mal. Die sieht jetzt schon ein bisschen anders aus, aber irgendwie immer noch falsch. Machen wir mal eine neue Textur. Wieder. Anderes. Nehmen wir mal das hier. Und darauf. Zack. Quader Mapping. Bam. So. Und haben wir jetzt auch schon diese Textur. Was man natürlich, man kann ja auch noch Spot Mapping, finde ich eigentlich auch noch gut. Dann ist es einfach so ein bisschen, ja, nicht gerade alles so gerade. Gerade und Shrink Mapping. Ja, man kann hier verschiedene Einstellungen machen. Wenn es einem gefällt, dann kann man das natürlich machen. Aber für mich sieht das jetzt eher so wie ein Teppich aus. So ein Stoffteppich. Aber ja.
Was ich auch noch zeigen wollte, ist, die löschen wir jetzt mal. Hier oben hat es einen Content Browser. Und wir drücken gerade mal drauf. Und der lädt jetzt einfach ein bisschen. Deswegen warten wir halt mal kurz. Der Content Browser ist dazu da, um Texturen, die von Cinema 4D gegeben sind, aufzurufen. Und ja, das kommt bei mir immer zuerst. Und jedenfalls, ja, so, jetzt ist er geöffnet. Und wir, also ich zeige euch jetzt mal, wie man den benutzt. Also zuerst geht ihr mal auf, das hier wäre bei euch nicht so. 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 Wir gehen auf Presets und gehen auf, also wie ihr wollt natürlich, könnt ihr auf, ja. Ich gehe meist auf Broadcast, gehe dann auf Ressourcen, dann Materialien, dann zum Beispiel natürlich, nehmen wir zum Beispiel für Beton, dann Flüssigkeit, nehmen wir Cola. Doppelklick und dann haben wir das hier unten, ziehen rein. Zack. Dann rendert das und wir haben die Cola-Flüssigkeit. Ist, also ich finde, der Content Browser ist Hammer. Wirklich Hammer. Und da kann man ja noch Metall zum Beispiel. Hier unten sieht man immer, wie so das Dings Endprodukt aussieht. So hier. Und das braucht halt immer. Ja, wie soll ich sagen? Es ist einfach Hammer. Ja, aber das war es auch schon wieder mit meinem Tutorial. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Design for Me and You. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und über eine Bewertung werde ich mich freuen. Danke.